Die kommenden Herbst- und Wintermonate mit dem Coronavirus sind eine große Herausforderung. Das Land Salzburg bereitet sich intensiv vor. Bei einer Koordinationssitzung im Chiemseehof wurden von allen Beteiligten die weiteren Schritte abgestimmt. Man kann sagen, es ist die Pandemie der Ungeimpften geworden, denn alle Erfahrungen bis hin zu den Spitälern zeigen, dass Geimpfte einfach wirklich gut geschützt sind vor der Pandemie. Und das ist schon einmal eine Änderung in der Situation und auch der Paradigmenwechsel, dass man weggeht von den Inzidenzzahlen hin zur Auslastung in den Krankenanstalten. In den Spitälern sehen wir wieder einen Anstieg der Erkrankten, der Covid-Erkrankten. Im Augenblick ist es noch eine, sage ich jetzt mal, leicht kontinuierlich ansteigende Situation. Auf den Intensivstationen haben wir immer derzeit so zwischen 8 und 10 Personen liegen. Man kann und muss leider noch mal betonen, dabei handelt es sich ausschließlich um Nicht-Geimpfte. Es sind mehr und mehr jüngere Patienten. Jetzt geht es darum, wie bewältigen wir den Herbst und den Winter. Wir werden auch sehr uns bemühen, dass wir im Impfbereich mehr zielgruppenorientiert vorgehen. Ich persönlich glaube gar nicht, dass große PR-Kampagnen in Zeitungen, im Fernsehen jetzt noch sehr viel wirken, sondern wir müssen mit den Leuten direkt sprechen, mit den verschiedenen Gruppen. Wir müssen die Impfrate noch wesentlich erhöhen. Wir müssen deutlich über 70% kommen, damit wir uns sicher sein können, dass wir ohne Lockdown eben durch den Herbst und durch den Winter kommen. Und da können wir nur immer wieder aufrufen, die Bevölkerung, die sich noch nicht impfen lassen haben, auch zur Impfung zu gehen. Wichtig ist auch die Auffrischungsimpfung. Wir haben einige Dinge zu machen im Hinblick auf die Stufenentwicklung, die von der Bundesregierung auch vorgegeben ist. Wenn zum Beispiel die Wohnzimmertests nicht mehr zugelassen sind, dann müssen wir Ersatz schaffen für wöchentlich rund 130.000 eingemeldete Tests. Das wird in Form von Gurgeltests passieren müssen. Also es ist schon eine Menge zu tun, aber ich glaube, wir haben den Sommer ganz gut genutzt in der Vorbereitung und jetzt werden die nächsten Schritte unternommen.